Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Im letzten Part haben wir das Pokémon-Haus betreten und den Fragezeichenöffner für die Pokémon-Arena bekommen. Und jetzt wird es Zeit, das Pokémon-Haus hier zu verlassen. Klar, ich habe zu meinem letzten Part gesagt, ich werde hier den Part beginnen. What the fuck, ich habe einen Top-Schutz an. Smogon, wieso kommst du? Ach ja, genau, mir fällt ein wieso. Kurze Erklärung, wie funktioniert denn der Top-Schutz? Der Top-Schutz hindert alle Pokémon daran, mich anzugreifen, die schwächer sind als ich. Soll heißen, wenn ein Pokémon kommt, das gleich stark oder stärker ist als ich, erscheint es trotzdem. So, blöd ist, dass meine ganzen Pokémon doch irgendwo Level 40 sind. Oder? Naja, nicht ganz. Bis auf eins. Bis auf meinen neuen Teamzugang. Los, Slimer! Ja, ich habe ewig gesucht, bis ich diesen scheiß Slimer endlich gefunden habe. Ich sag's euch, es hat gedauert, bis ich endlich einen Slimer hatte. Es hat gedauert. So, kurz Glurak an die Spitze. So, wir aktivieren hier den Schalter. Und für alle anderen, ihr wisst, was es jetzt bedeutet, wenn ich hier ein Slimer gefangen habe. Ist hier eigentlich ein Pokéball? Ja, Wahnsinn! Ihr wisst, was es bedeutet. Es bedeutet, auf Wiedersehen, Snubbelikat. Es ist und bleibt mein Lieblingsnormal-Pokémon. Aber es ist einfach zu schwach. Wie komme ich eigentlich da oben hin? Keine Ahnung. Da oben lang ein Pokéball. Egal. Wen interessiert das schon? So, es ist einfach zu schwach und ja. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, Snubbelikat aus dem Team zu schmeißen und dafür mein Lieblingsgift-Pokémon ins Team zu tun, ein Slimer. Der Slimer entwickelt sich auf Level 38 zu Slimog. Allerdings werde ich es nicht auf Level 38 entwickeln lassen, sondern erst auf Level 42. Voraussichtlich, wenn ich mir die Arbeit mache. Weil ein Slimer, auf Level 42 Matschbombe lernt. Klar, ich kann es ihm per TM beibringen, aber warum sollte ich das? So kann ich die TM jemand anderem beibringen, wie zum Beispiel Golbat. So, wir wechseln nun Rizoros bitte an die Spitze. Und es wird Zeit für die nächste Pokémon-Arena. Hey, warte, Champions, mit der Hitzköpfige Pyro ist ein Feuer-Pokémon-Spezialist. Du solltest ein Mütchen mit Wasser kühlen und besorge der Feuerheiler. Ja, laber nicht. Hallo. So, wir können entweder gegen diese Trainer kämpfen oder nicht. Entweder sprechen wir sie an und wir kämpfen gegen sie oder wir beantworten hier das Pokémon-Quiz. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arena-Leiter. Denn so etwas wie ein Pokémon-Center, wo man deine Pokémon heilen kann, gibt es nicht. Lass uns anfangen. Entwickelt sich Raupi zu Safcon. Yo. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Ja, bla 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 bla. Ich will den Kampf, ich will es nicht nochmal machen. Bla 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 bla. Ups. Ich meine Dieb, nun bin ich ein Lerner für Trainer. Ups. Ich habe aus Versehen auf B gedruckt und somit Nein gesagt. Ja, ist auch egal. Fakt ist, wenn wir falsch liegen, müssen wir kämpfen. Wenn wir richtig liegen, können wir einfach weitergehen, ohne zu kämpfen. So, Rizeros. Denkst du, du kommst mit diesem Vulcano klar? Mit diesem Vulcano, das eigentlich keine Verteidigung hat. Ja, kommst du. Gut. Und tschüss, Vulcano. Ein Vulpix. Ja, Vulpix dürfte natürlich noch weniger ein Problem sein. Das vernichten wir kurz mit einer Stärkeattacke. Kurz nochmal zum Thema Slimer übrigens. Slimer, mein Lieblingsgift-Pokémon. Was allerdings sehr, sehr schade dran ist, ist, dass es einen relativ schlechten Attackenpool hat. Es lernt schwache Attacken, es lernt schlechte Attacken. Und das gleiche gilt für Smogon. Smogon, ebenfalls eins meiner Lieblingsgift-Pokémon, lernt extrem schlechte Attacken. Aber, nun kommt eben das große Aber. Upsala. Nun kommt eben das große Aber. Slimog lernt trotzdem bessere Attacken. Slimog lernt immerhin Matschbombe. Rizoros, was machst du da eigentlich gerade? Es ist gerade nicht sehr schön, dir zuzuschauen, wie du dich selbst vernichtest.
Entweder du setzt jetzt Felswurf ein, oder ich wechsle dich aus. Es geht doch. Es geht doch. Danke. Danke, Rizoros, es geht doch. So. Ich ergebe mich. Ja, dann tu das mal. So, gegen euch beide habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu kämpfen. Ja, ich werde die Trainer hier in dieser Arena mal nicht machen, sondern nur die Antworten richtig beantworten. Weil ich jetzt irgendwie gerade keine Lust habe. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Das ist wieder so eine blöde Fangfrage. Ja, gibt es. Es gibt mehr als 9 sogar. Trotzdem ist die richtige Antwort nein. Da sind diese Edition nur 8 gibt. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort? Dann bla bla bla. Ist die Antwort falsch? Bla bla bla. Wie immer antworten, du weißt bla 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 bla. Lass uns beginnen. Entwickelt sich Quapsel 3-mal. Wieder so eine Fangfrage. Ja, tu das verdammt nochmal. Es ist wieder so eine Fangfrage. Verdammt nochmal, Quapsel entwickelt sich 3-mal. Es kann sich zu Quapuzzi, zu Quappo und zu Quaxo entwickeln. Es sind 3 Entwicklungen. Also muss ich trotzdem Nein angeben, weil es in dieser Edition kein Quaxo gibt. Entschuldigung. Ja, es ist echt deprimierend. Da kommt mein Pokémon-Quiz. Deine Mama wird die Fragen richtig beantworten. Sind Elektroattacken gegen Bodenattacken sehr effektiv? Nein. Endlich mal die erste Antwort, die man richtig geben kann. Halt nein, das mit Raupi und Safkorn war auch schon richtig zu geben. Aber das mit Quapsel regt mich echt auf. Ist ja jetzt auch egal. Ist die Antwort falsch? Bla bla bla. Jemand hat, du weißt, bla 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 bla. Unterscheiden sich 2 gleiche Pokémon mit gleichem Level, yo. Übrigens für die, die nicht wissen, was ein Quaxo ist, weil es viele echt nicht wissen, ein Quaxo ist die Entwicklung von Quapsel. Und zwar entwickelt sich ein Quapuzzi entweder... Ach, schon wieder! Entweder entwickelt sich ein Quapuzzi zu einem Quappo oder zu einem Quaxo. Zu einem Quaxo entwickelt es sich, wenn man einen Quapuzzi, ich glaube, ich muss einem Quapuzzi einen Kingstein geben und es dann tauschen. War es nicht so? Irgendwie sowas war da wenigstens. Und ein Quaxo ist ein grünes, ja, ein grüner Frosch, sage ich jetzt einmal, man hört es ja schon an Namen. Ein grüner Frosch jetzt hat. Und... Wie es von den Werten her ist, weiß ich beim besten Willen nicht mehr. Es ist ewig her, dass ich einen Quaxo hatte. Ewig. Und die wenigsten kennen es. Gut, was vielleicht auch daran liegt, dass kein einziger Trainer jemals irgendwie ein Quaxo hat. Deswegen ist dieses Pokémon auch irgendwie in Vergessenheit geraten, dass keine Sau es kennt. Es ist merkwürdig, keine Sau kennt Quaxo. Aber es gibt es. Deswegen gab es auch anfangs dann diese Gerüchte. Quaxo gibt es gar nicht und das ist alles nur ein Gerücht und hat es nie gegeben, wird es nie geben und deine Mama stinkt nach Fisch und bla bla bla. Ist TM28 die Froschattacke? Ja, natürlich. TM28, was ist TM28? Ich glaube Flammenwurf, oder? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so richtig. Ist auch egal. Hallo, Pyro. Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest Feuerheiler parat halten. Nein, brauche ich nicht, danke. Wobei es mir gerade einfällt, mein Rizeros ist schon ziemlich angeschlagen. Gut, dann schauen wir doch mal nach, wie weit wir mit Stärke kommen. Keine weiteren Fragen, danke. So, wie viel Stärke kriegst du denn dazu, Rihon? Boah, 4 Angriffe! Es ist herrlich mit dir.
Hallo, Akani. Ich hoffe, du kannst nicht Turbotempo. Wobei Turbotempo ist, glaube ich, normal, wenn ich mich irre und nicht Kampf. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. So. Mach mal Feuersturm. Auch geht doch eh daneben. Dann mache ich mal Felswurf. Oh, geht nicht daneben. Wahnsinn. Oh. Ach, ja klar, meine Güte, zweimal Bedroher, ja. Das fleischt natürlich extrem an meinem Angriff. Und ich treffe fünfmal. Ist das denn zu fassen? So, ich weiß, dass du jetzt einen Hyperheil-Übertrank einsetzt. Ich will es nur mal ausprobieren, wie viel zieht denn Stärke ab? Auch nicht mehr die Welt. Das ist jetzt natürlich blöd, durch zweimal Bedroher ist natürlich schon extrem viel Angriff verloren gegangen. So, mal sehen. Ah, diesmal nur zweimal. So, ich wechsle meinen Rizeros aus und sende dafür aus mein Garados. Gut, Garados Surfer. Auf Wiedersehen, Akani. Es war schön mit dir. Als nächstes kommt ein Ponita. Ach, was willst du denn mit einem putzigen Ponita? Garados Surfer-Attacke. Überlebst du das überhaupt? Nein, natürlich nicht. Und als nächstes kommt ein Galopper. Ich weiß schon, ich glaube, er will, lass mich lügen, 43? 47? 43, 47, eins von beiden? 42, Mann, bist du low. Und Hydro-Pumpe trifft auch noch. Auf Wiedersehen, Galopper, das überlebst du nie und nimmer. Galopper, wieder eins von diesen Pokémon, die ich nicht mag und die auch irgendwie schlecht attacken werden. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeit deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Feuersturm. Feuersturm ist die mächtigste Feuerattacke. Nein, es ist nicht. Allerdings ist sie gegen Wasserattacken machtlos. Nein, es ist nicht die mächtigste Feuerattacke. Danke. Die mächtigste Feuerattacke, die es gibt, ist Loe-Kanonade. Und die ist in dieser Edition da. Die gibt es in dieser Edition. Ja. Egal. Ich werde, ob ich Lurok Loe-Kanonade beibringen, weiß ich noch nicht. Loe-Kanonade hat Angriff 100. Es ist wie Hyperstrahl. Man muss sich danach aufladen. Hallo Bill. Hä? Wenn das nicht Spike ist. Ich bin's Bill. Lang nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt noch mal ein PC-System. Nun, hör zu. Darf uns hier treffen. Wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Es gibt eine kleine Insel tief im Süden, die Island 1 genannt wird. Ein Freund hat mich eingeladen und ich bin auf dem Weg dorthin. Wie wär's? Hast du Lust mitzukommen? Ja, klar doch. Einverstanden und los! Scheint, dass das Schiff von meinem Freund auch angekommen ist. Er hat es extra zur Zinnoberinsel geschickt, um mich abzuholen. Oh. Hallo Tom, wie geht es dir? Oh, hallo Bill. Wir sind da, das ist Island 1. Hier gibt es mehrere Inseln und diese hier ist eine davon. Mein Freund Celio hat das Schiff geschickt, um mich abzuholen. Er ist ganz allein für das PC-Netzwerk auf der Insel zuständig. Warum ich dir das erzähle, lass uns zu Celio gehen. Hallo Celio. Was geht ab? Hallo Celio. Oh, Bill. Ich kann nicht glauben, dass du hierher gekommen bist. Selbstverständlich. Was macht deine Forschungsarbeit? Oh, warte mal. Spike, das ist mein Freund Celio. Er ist ein passionierter PC-Maniac. Celio, das ist Spike. Ein aufstrebender Trainer auf dem Weg zum Pokémon-Champ. Das ist beeindruckend. Es tut mir leid, aber ich habe nichts für das Kämpfen übrig. Egal, freut mich, dich kennenzulernen.
Was gibt's Neues? Was macht deine Maschine? Sie läuft gut, aber wir sind einfach zu weit entfernt. Zwischen den PCs auf dieser Insel und deinem kann keine Verbindung hergestellt werden. Oh, wirklich? Lass mich mal sehen. Moment noch. Ich denke, wir kriegen das hin. Darf ich dir helfen? Spike, darf ich dich bitten, vor der Tür auf mich zu warten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Die Nachbarinsel heißt Island 2. Dort gibt es jemanden, der die Spielhalle betreibt. Er hat dieses Fable für seltene Steine und Juwelen. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich dich bitten, diesen Meteoriten zu ihm zu bringen? Natürlich darfst du das. Spike, nimm dies mit, wenn du nach Island 2 gehst. Tripass erhalten! Es ist ein Pass für die Fähre, die zwischen den Inseln fährt. Damit kannst du Island 1, 2 und 3 besuchen. Oh, das kannst du auch gebrauchen. Karte von Spike wurde erweitert. Ich treffe dich später. Richte dem Typen einen Gruß von mir aus. Von mir bitte auch. So, liebe Freunde, willkommen auf den Island-Inseln. Island 1 jetzt hier. Wir werden uns im nächsten Part mal ein bisschen die Island-Inseln anschauen und mal schauen, was es hier noch so zu entdecken gibt. Also gut, Leute, das war dann erstmal Pokémon Feuerrot für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.